Hallo liebe Freunde von Borderlands, hier sind wieder für euch im Ödland von Pandora und meine Mitstreiter sind auch wieder dabei, hoffentlich diesmal bei mir mit besserer Internet-Connection. Kevin, hallo! Hi! Und Robert, der schon wieder hier Geld scheffeln muss, der breitschuldrige Sack. Hallo! Aber ist eine gute Idee, muss man mal verkaufen. Ich muss kaufen, ich habe keine SMG-Munition mehr. Das wissen wir. Und Raketen kann ich auch ein paar holen. Und immer gebrauchen. Feuerpistole. Ich nehme die Pistols. Das Sniper. Revolver? Muss ich erstmal vergleichen. Was denn? Gibt's was Cooles? Nee, ich verscherbel gerade und hab gerade einen Revolver mit Feuerschaden und das macht mich irgendwie ein bisschen rollig gerade. Das macht dich rollig? Ja, nee, es ist schon. Rollig. Ist schon wirklich so. Das ist ja auch besser. Was ist denn hier los? Warum habe ich hier gute Waffen? So. Gut. Was war unsere letzte Quest? Richtig. Ich gucke. Ja, wartet mal. Immer dieses Missionsgedöns her. Schnitzeljagd Sniper Rifle. Davon haben wir schon zwei Teile aufgenommen und brauchen noch den Griff und das Visier. Weil wir jetzt eine neue Aufnahme starten mussten, weil ja bekanntermaßen in der letzten Folge mein Internet abgeschmatzt ist, sind wir wieder am Level Anfang rausgekommen. Ist ja ganz normal bei Borderlands. Soll aber nicht so schlimm sein. Wir machen da jetzt einfach nochmal durch. Weit warst du nicht, oder? Wenn ich mich aber wir werden halt jetzt auch wieder mit den ganzen Skags und das ganze Gedöns, was hier rumläuft, ein bisschen anbandeln können. Das ist ja vertragbar. Ey, lass mich vorbei. Sehr leise. Sammeln wir ihn damit. Ja, gut, nimm. Warte mal, ich kann mal gucken. Oh, blaue SMG, nee, blaue Pistole. SMG. Wo? Hier. Guckst du? Boah, die ist meine. Ja, nimm. Mahlzeit. Warte, ich guck mal kurz, was das für eine ist. Hi. Na, es geht schon. Besser als meine ist sie jetzt nicht. Level up. Oh, ey, du eskalierst schon wieder, Robert. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, selbst dein SMG ist derart laut, da höre ich mich selber nicht mehr an. Ich habe auch gemerkt, im Video hört ihr mich dann nicht mehr, wenn Robert mit seiner SMG losknattert. Das kann ich allerdings nicht umstellen, zumindest nicht direkt, weil das Spiel ist schon bei mir auf der leisesten Stufe. Das heißt, wenn ich noch eine Runde gehen würde, würdet ihr gar nichts mehr vom Ingame-Sound hören. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht in eurem Sinne ist. Oh, nachladen. Du! Oh, weggepulvert. Dann gehe ich halt noch runter. Ich höre gar nicht mehr auf, hier. Jetzt bin ich in meinem Rage-Modus. Au, hast mir gerade voll eine draufgelassen. Ja, nee, überhaupt hier vorne nicht. Ist ein Zeug, ja. Ja, mach das mal, ich komme wieder oben rum. Kommt der Robert angerannt und gibt mir erstmal voll die volle Bude aufs Fressbrett, ne? So. Okay. Whatever, man. So ein schönes Geschnetzel. Sind wir hier nicht das letzte Mal an irgendeiner Stelle so übel hängen geblieben, ne? Kann sein. Doch. Dachte, da war doch als wir dieses Gags Level 16 angelockt haben. Ja, stimmt. Irgendwie sowas. Bäm. Bumm. Hä? Was hab ich dir jetzt schon geschmissen? Ein Skag. Klappen. Ah! Usama! Warte. Komm mal hier durch. Uah. Ich kann meinen Action-Skill noch nicht aktivieren. Das hätte dir jetzt geholfen. Ich bin wieder runtergejumpt. Aua! Ich wurde böse angegriffen, ist aber nicht so schlimm, ich lebe wieder. So unnormal dieser Rohr, ne? Das ist einfach nur abgefahren, ey. Ich geh schon mal weiter, du machst es schon. Ich kann doch hier mal hochgehen. Ich mach's alleine. Wo bist du jetzt hin? Ich geh hier auf der anderen Seite hoch. Aua! Oh. Ey, hier geblieben.
Ey, wenn es Krümel schießt, haben wir Kuchenpause. Oder bin ich hier umgekehrt, Matze? Nee. Ja, doch. Oh, Matze hat hier Probleme. Brauchst du Heilung, oder? Ja, wäre ganz nice. Aber weil ich sehe gerade niemanden, der meinen Zorn zu spüren kriegen könnte. Ich heile. Okay, heil, danke. Ach, hier oben ist da! Los, hoch! So, das ist auch nur einer, ha? Hab ich aber gleich. Ich hänge fest. Oh, was ist denn hier los? Sind alle gerade ganz schön runter, ha? Feuerrate von meinem Sniper ist nicht so der Burner. Aber sonst macht es zumindest ganz gut Damage, also da kann man nicht meckern. Meinst du eigentlich, puh, ja. So, haben wir jetzt erstmal hier die Gefahr abgewandt? Ja, dort oben, die haben wir auch. Ja, die haben wir jetzt erstmal so weit weggeknallt. Braucht hier jemand von euch Sniper-Muni? Immer ich. Ja, ein bisschen was. Oh, was haben wir denn hier? Granatmod, explosive Longbow. Wartet mal ganz kurz. Oh, die nehme ich. Ich habe hier ein paar Schilder aufgehoben. Ich guck mal, ob ihr davon vielleicht was brauchen könnt. Moment, ich habe hier ein Schild, Kapazität 141, Ladegeschwindigkeit 18 und Kapazität 84, Ladegeschwindigkeit 17. Braucht ihr eins davon? Kevin? Nö. Also Kevin hat gerade bestimmt nicht zugehört. Ja, weil ich gerade selber ausgerüstet habe. Meins hat eh 143, von daher ist es okay, total gut. Egal. Warte mal kurz, ich tu mal hier mal ein Medikit einwerfen. Wirf mal. Lockt mal jemand die Typen hier raus, die Typis? Wo, welche? Ah, Robert macht das schon. Die spawnen gleich. Vorsicht! Na gut, die hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Aber der Wille war da. Oh je, der Robert schon wieder. Ich geb einen Feuerschutz, würde ich sagen, ja. Ja, Stil echt mit einer Feuerwaffe. Oh, du kriegst grad Stil echt auf die Fresse, sehe ich so. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was das war. Wow, was ist das? Oh, Robert hat seinen Meister gefunden. Was ist denn das für ein Riesenviech? Alter! Warte. Krieg man schon wieder. Gerade niederbürnen. Gerade als ich noch eine Rakete auf ihn loslasse, ist er gestorben, der Affe. Er traut sich ja was. Ja, wirklich wahr. Ah! Niedergeknüppelt. Na, brennt's? Du hast eine Elektrowaffe, oder Kevin? Ja. Dann müssen wir es mal so einrichten, dass du die Schilde wegblaust und ich den Rest mache, weil ich mit meiner Feuerwaffe bin gegen diese Fleischklumpen, die hier so rumrennen, ganz effektiv. Hier braucht noch jemand ein Medikit. Ja. Klumpen. Fleischklumpen. Ja, das ist wirklich so. Das sind Fleischklumpen. Komm mal her. Bam. Hat eigentlich irgendjemand da Eier hochgestellt? Nee. Nö. Ah, du hast doch so ein gutes Feeling. Oh, hier, ja. Das nehme ich. Was haben wir hier? Oh, die Granatmod. Was ist denn das für... Ah, okay, nimm's ruhig. So, jetzt nicht hier durch diesen Zaunspalt raus, ja. Sonst tun wir wieder die dicken Dinger von hinten anlocken. Warte mal, da bin ich gerade nicht so scharf drauf. Gucke mal. Gibt's denn hier auf dem Dach was, wenn man da schon so provokant hochspringen kann? Nee, das ist aber schade. Ach lol, ich sehe gerade, ich habe noch zwei Granatenmods. Hinten auch nicht? Na, sag mal, was ist denn da los? Ah! So, wo willst du jetzt hoch? Ach so, auf das Dach. Ist da ja, was? Ja, nee, da ist nichts. Ich hab geguckt. Hat okay. Sich bedauerlicherweise nicht gelohnt. Oh, warte mal, aber hier kommt man ja auch hoch. Oh, da muss ich doch nochmal gucken gehen. Na, hier oben haben wir doch die Beeten niedergeplatzt. Da werden da noch das Loot von dem rumliegen. Bin ich mir allerdings nicht sicher, ob man... Nee, da kommt man nicht hoch. Na, sowas Blödes. Naja, sei es drum, ist nicht so schlimm. Gehen wir einfach weiter und tun so, als wär's gewollt, dass wir da nicht hochkommen. So, hier ist schon mal ein Speicherpunkt. Das ist erstmal ein Anfang. Das und ich höre Rex. Ja, Rex, genau. Wow, guter Schuss. Come with me, Bro. Da sind sie. Kevin, hast du noch ungefähr ein Gefühl, wie lange? Ja, ja. Ich denke schon. Noch so 7 Minuten, würde ich sagen, bis um. Okay. No? Problem gelöst. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon in das Gebiet, wo wir die Sniper-Rifle-Teile finden können, sollen, dürfen, müssen. Warte, Kevin, du bist falsch. Hier hinten ist der Matze. Ach, so einen aber auch.
Oh je. THX. Was ist denn? Hat gefailt. Ich hab, ja, ja, ich hab vorbeigeschossen. Ach so, ich komme mit diesem Super da. Das ist geil, lustig, ja. Mal platzt der den Kopf und mal nicht. Du findest ja sehr bizarre Dinge witzig, Robert. Du findest das auch witzig. Ja, ich finde witzig, wenn sie platzen, nicht, dass es ab und zu so ist. Also, da ist meins bizarr. Ja. Alles klar. So naiv und infantil. Oh mein Gott, Matze. Jetzt. Bumm! Wo seid ihr? Ach, da oben. Also dein Elektro-Sniper bringt nicht mehr viel, wenn er schon kein Schild mehr hat. Also bringt natürlich noch den normalen Schaden, den es auch so macht. Aber ja, ich würde es halt primär gegen Schilder einsetzen. Ich glaube, da hast du mehr davon. Ach, da oben seid ihr gerade. Brennungsgrad, mal was Neues. Ich glaube, der mag meine Feuerwaffe sogar. Hier unten ist ein Medikit. Aber meine Schrotflinte nicht. Ich habe hier so ein Sniper-Rifle-Dings gefunden. Na, nimm's mit. Hab ich. Hast du gut gemacht. Kriegt er halt mal auf den Latz, wenn er ja nicht hören will. Oh. Mal halt mal der Hardcore-Methode, ja. Was ist das hier? Hier ist ein Rifle, Kevin. Moment. Oh, mit den hole ich mir ein paar Hand. Oh je. Das klang jetzt in vielerlei Hinsicht total falsch. Ja, schon so, ne? Total. So, was ist das? So, ich habe einen Rest gefunden. Toll. Oh nee. Hier oben gibt's Raketen. Wer von euch nimmt denn Raketen? Oh, das kann eigentlich nicht. Nur Robert sein. Warte. Ich höre schon wieder bis hierher, ey. Ja, ich auch. Das ist nicht normal. Das ist echt ein bisschen krank, wie du hier abgehst. Das ist, kann auch nicht gesund sein oder so. Das ist geil. Achte mal. Okay, also die Quest hätten wir damit abgeschlossen. Ja, komplett. Ja, ist wirklich so. Schwierigkeit hart ist jetzt nicht so der Bringer. Dann machen wir hier Sledge zum Safehouse. Dann machen wir die jetzt als nächstes. Die ist angemessen für unser Level. Drüben. Ich glaube, hier drüben sind Automaten, oder? Naja, hier geht's ja auch zum nächsten Level. Achso, okay. Und das ist der Moment, wo ich letztes Mal disconnected bin. Mein Lieblings-Internet. Hat sie dann alleine die Abmoderation gemacht, ja? Genau, da musste ich das ganz alleine durchziehen, wie immer. Oh, du armes Kind. So, ich bin da. Und Automaten scheint es ja doch nicht zu geben, oder? Das ist ja echt blöd. Nee, nicht so richtig. Naja, ist nicht so wild. Dann gibt's die... Au, au, ho, ho, ho. Was haben wir denn hier? Schilde! Oh, ja, das ist meins. Habt ihr ein gutes? Ich ja. Ein 180er. Habe ich das jetzt schon ausgerüstet? Ja, habe ich in der Tat. Wo hast du es gebraucht, das 118er? Eine Klassenmod, aber für Level 22 erst. Das ist ja schade. Warte mal, ich hab ein 150er Schild, wer will. Ansonsten verkaufe ich's. Ja gut, ich hab 145. Verkauf, wenn du fröhlich damit wirst, dann verkauf. Ja, seid ihr soweit? Können wir Levelwechsel starten? Ja, können wir machen. Ab geht er. Ach ja. Ich muss sagen, bis jetzt sehr actionreich die Folge. Ja, das stimmt. Ja, naja, weil wir halt das ganze Gebiet nochmal niederschnetzeln durften. Aber diesmal hat es irgendwie besser geklappt. Hier gibt's Automaten. Ah. Ja, weil wir diesmal auch viel geiler waren. Das kommt weg, das kommt auch weg, das lassen wir mal noch. Die Klassenmod würde ich auch ganz gern behalten. Bouncing Betty, ne, die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Ein Schild. Ich habe hier ein 164er Schild, was einen Feuerschaden verursacht, Kevin. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen besser als deins, willst du es haben? Das kannst du mir gerne geben. Weil sonst würde ich es nämlich jetzt verscherbeln, das wäre aber schade drum, weil das Schild halt wirklich gar nicht mal schlecht ist, es liegt hinter dir. Ich bin gleich soweit. Ja, stress nicht, das rennt nie weg. Das ist nicht gesagt. Weg, Boss. Die spawnt. So, und ich habe auch schon den ersten Buddy hier auf dem Schirm. Die ersten Buddies. Ich muss ja noch ein bisschen... Ich würde aber sagen, bevor wir die Buddies machen... Ja? Cut? Machen wir Ende im Gelände. Machen wir Ende, dann gehen wir noch ein Stück zurück, nicht dass die eskalieren und uns entdecken. Gehen wir jetzt mal hier zur Treppe.
Ja, kommt mal alle brav her. Oder? Put, put, put. Kommt, meine Gefolgschaft. Kevin ist schon da. Lass schnell das kleine Medikit hier gucken. Ja, ja, kleines Medikit. Das hilft dir vielleicht für deinen halben Oberarm bei dir. Du. Okay, da ist schon wieder eine Folge rum. Meine Güte. Dann freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart. Hoffen, dass ihr in der nächsten Folge genauso viel Spaß habt wie wir. Dass wir hier wieder ein bisschen schnetzeln dürfen. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.